dem als Turmbahnhof gebauten Bahnknoten kreuzen sich drei Hauptbahnen. Die Strecke Jüterborg-Röderau ist nördlich von Falkenberg eingleisig und weist im südlichen Teil keinen Personenverkehr mehr auf. Im oberen Teil quert die Strecke Halle-Cottbus den Bahnhof Falkenberg und verbindet die Region mit einer schnellen Verbindung nach Leipzig. Die Strecke Roßlau-Weslinitz, dem früheren Kohlfurt, zählt als wichtige Ost-West-Verbindung für den grenzüberschreitenden Güterverkehr nach Polen. Zahlreiche Regional- sowie S-Bahn-Linien verbinden Falkenberg unter anderem mit Leipzig, Cottbus, Berlin und Wittenberg. Im Osten des Bahnhofs hat die BLG in den letzten Jahren ein Logistikzentrum sowie eine Waggonwerkstatt errichtet, was zu regem Güterverkehr geführt hat. So ist Falkenberg eine Drehscheibe im internationalen Neuwagenverkehr.
Sie gesund. Durch eine Sperrung der Strecke Berlin-Dresden über Elsterwerda wurden die Intercities sowie Eurocities zwischen Berlin und Dresden über Falkenberg umgeleitet. Das führte dazu, dass im eingleisigen Abschnitt Jüterbog-Falkenberg Züge zu bewundern waren, die dort sonst nicht fahren.
Aufgrund der eingleisigen Strecke zwischen Falkenberg und Jüterbog kam es sogar zu einer Kreuzung zweier Eurocity im Bahnhof Herzberg.